Hallo, hier sind wir wieder mittendrin stehen geblieben. Nein, 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 nein. In einer kniffligen nein. Situation alles von Dinos wird umgeben. Gut. Am Ende wird und wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Ja, erstmal soll er ruhig sein. Gefallen und halten Sie den Mund. Es ist egal, ob es uns hört oder nicht. Es riecht uns. Ja, vor allem dich, du Stinker. Ich habe einen Plan. Was für ein Plan? Das frage ich mich aber auch. Bis zum Morgen, gerade ist gut. Wir müssen nur bis zum Morgen überleben. Das ist Ihr Plan? Das überleben wir nie. Okay, dann das Auto anlassen. Wir müssen nur das Auto starten und hier wegfahren. Den Wagen starten? Ja, okay. Natürlich springt er nicht an. Er springt nicht an! Was jetzt? Ich bin Mechaniker, ich kann das doch. Ich repariere das. Reparieren das Auto im Dunkeln? Ja, genau. Mit Dinos in der Hier ist ein loses Batteriekabel. Was soll das heißen? Wo ist die Batterie? Das ist mal schnell. Links und rechts einfach nur, oder? Was muss ich denn da machen? Können Sie bitte schneller machen? Links, rechts? Haben Sie die Ventile geprüft? Der Typ, der sich um meinen Porsche kümmert, prüft immer die Ventile. Klappe halten. Muss das Licht da an sein, dann? Ich glaube, Sie sollten sich beeilen. Ja, ja, Beeilung. Ja, was muss ich denn machen? Soll ich das als jetzt wackeln oder was? Ventile geprüft? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Der Typ, der sich um meinen Porsche kümmert, prüft immer die Ventile. Klappe halten. So? Ich mache es fest. Ah, na cool. Okay, okay. Na also. Und wieder T-Rex Gold. Dios heißt Gott. Und Grazias Danke. Oh Gott. Ja, Dios. Oh mein Gott. Also Dios. Ab ins Auto, ab ins Auto. Laufen! Oh nein, die ganze Sippe. Ja, genau. Es sind einfach zu viele. Was schlagen Sie vor? Ich schlage eher ab. So, erstmal nachdenken. Ich muss nachdenken. Keine Hektik. Okay, gut. Also. Ablenken. Jo, ablenken. Wir ablenken. Ablenken? Okay. Ja, bin dabei. Nein, geh. Los geht's, Jungs. Abendessen. Das ist so klar gewesen. So ein Arschloch. So eine Missgeburt. Jo. Gutes Ding. Und von den 7 Dinos, die da jetzt waren, ungefähr sind nur noch 2 übrig geblieben. Nein, 3. Du Vieh. Oh nein, oh nein, oh nein, Silber. Ich hab nur Silber. Oh, ich bin gestorben. Oh je. Okay. Ich habe einmal falsch geklickt. Puh, okay, okay. Runde. Und rechts. Genau. Rechts, runter. Mann, wenn die nicht so eine Scheiße als sprühen würden, dann würde ich mir gerade als Haustier halten wollen. Die sind doch voll süß. Okay, ich gucke erstmal. Ja. Okay. So, was gibt's hier noch Schönes? Wo ist eigentlich der dicke Typ hin? Naja, okay. Verdammt! Ich schaffe das. Ich schaffe das. Kupplung. Ja, Kupplung. Oh. Andale, por favor, arranca. Vamos. Vamos.
Jawohl. Es läuft. Rückwärtsgang. Oh, wie süß der guckt. Nein! Oh. Ach, das Arme. Ich bin eigentlich Pazifist, ich töte nur Pflanzen. Okay. Jetzt geht sie wieder raus, also. Oh oh. Missklick. Oh, was denn jetzt? Kommt jetzt der Badass Motherfucker hier oder was? Warum laufen die alle weg? Jetzt kommt jetzt der T-Rex. Und was ist von dem übrig geblieben? Nicht mehr so viel, oder? Ach. Was hast du davon? Idiot. Man weiß doch, dass Dinos immer nur auf bewegliche Ziele gehen. Oh. Oh nein. Daher kommen die Wunde. Und gleich fährt ein Auto gegen uns. Also ich würde es echt nochmal mit dem Auto versuchen, aber gut, ist halt eine Frau, gell? Und wir sind offiziell zu spät. Ich war fertig, wie du gesagt hast. Ich konnte nur meinen CD-Player nicht finden. Alles in Ordnung, Liebling. Sie fahren nicht ohne uns. Uns? Du kommst mit nach Dallas? Oh, nur mit aufs Festland. Ich muss nach dem Sturm wieder zurück. Ich fahre dich zum Flughafen. Cool. Komisch. Die Lichter am Zaun sind aus. Ist das was Schlechtes? Sicher ist alles in Ordnung. Die müssen wohl ausgetauscht werden. Was haben wir hier vorne drin? Sicherheitssysteme. Die DJs hier draußen sind nicht so toll, oder? Morden nicht möglich. Bin ich jetzt der Typ oder das Mädchen? Okay. Ich bin der Typ. Lass uns reden. Hör zu, Jess. Ich habe so viel gearbeitet. Wir hatten kaum Zeit zu reden. Oh-oh. Jess, deine Mom hat mir von dem im Ladendiebstahl erzählt. Das war nur Spaß. Ich habe nichts Wertvolles genommen. Was hat sie gesagt? Nur den CD-Player. Warum hast du es getan? Schatz, ich weiß, Westlake ist langweilig. In Dallas ist viel mehr los. Aber warum musst du immer klauen, um Spaß zu haben? Ich weiß, ich bin eine Niete. Immer? Nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich will nur... Ich Was möchte, war das dass du jetzt? Versprichst. Verdammt. Oh mein Gott, ist sie tot? Nein. Da war doch auf der Fahrt schon jemand am Fenster. Oder war es nur ein Bug? Sind Sie verletzt? Was ist das denn am Arm? Hallo, haben Sie Schmerzen? Seltsam. Es ist wie eine Art... Oh. Sie braucht medizinische Versorgung. Wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Wer ist das? Kennst du sie? Ich kann mich nicht an sie erinnern, aber das ist egal. Meinst du das ernst, dass du den Wagen fahren kannst? Oh ja, das kann ich. Mom weiß es nicht, aber... Schon okay. Setz dich einfach ans Steuer. Und mach mir keine Angst. Okay. In Ordnung. Komm, Schatz, wir bringen sie heraus. Fahren wir. Die erzählen Sachen, die gar nicht da stehen. Das verwirrt mich total. Nimm mal diese leuchtenden Augen. Haben wir sie schlimm erwischt? Schlimm genug, aber das hier waren wir nicht. Das ist etwas anderes. Ich prüfe ihre Vitalfunktion. Bleib ruhig und folge den Schildern, okay? Okay, kein Problem. So, also. Guck schon mal auf den Arm. Was ist das? Was? Sieht aus wie eine Bisswunde. Gebissen? Du meinst von einem Dinosaurier? Ich weiß nicht.
Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Und keiner der anderen Dinosaurier ist giftig. Ich glaube, ich will nicht mehr hier draußen sein. Aber wir müssen sie ins Besucherzentrum bringen. Okay. Hals. Radikaler Herzschlag. Puls ist runter auf 33. Nunca nos podrán sacar de aquí. Okay. Was ist mit ihren Augen los? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Reaktion auf eine parasitäre Infektion. Vielleicht, keine Ahnung. Toxoplasmose? Aber das erklärt ihre Symptome nicht. Kommen Sie schon. Bleiben Sie bei mir. Sie, ich muss diese Wunde reinigen. Fahr bitte weiter so vorsichtig. Okay. Oh je. Parabloxidose. Ist schlimm. Das könnte jetzt wehtun. Und so. Aléjate de mí. Ganz ruhig. Kommen Sie schon. Ich muss die Wunde reinigen. Muss der jetzt erstmal auf den Hinterkopf schlagen, damit die ruhig hält, oder was? Weiß sie nicht, dass du ihr helfen willst? Und nochmal. Kommen Sie schon, ich muss die Wunde reinigen. Ich halte erst was auf Spanisch vielleicht sagen. Hey, hören Sie mir zu. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Aléjate de mí. Nein, hören Sie. Ich bin Arzt. Ich kümmere mich darum. Medico? Medico? Medic. Sie, Medico. Ich werde Ihre Wunde desinfizieren, okay? Lassen Sie mich Ihnen helfen. Gut. Nun, das sollte die Infektion aufhalten. Ich weiß nicht, was Sie da draußen gemacht haben, aber... Es ist okay. Sie erlangen einen Schock, aber das kann ich aufhalten. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Guck auf die Straße, Mann. Na super. Da. Hab sie. Okay. Efi. Oh, ist das cool, ich kann eine Spritze steuern. Die Nadel ist riesig. Achte du nur auf die Straße. Okay, wo jag ich die jetzt rein? Geht nur in den Arm, okay, schade. Was muss ich jetzt in der Mitte halten? Oder was? Ach. Wie geht denn die Spielmechanik jetzt? Ach, ich bin der Grüne. Welcher Punkt bin ich denn? Das Auto rüttelt zu sehr. Ich kann die Spritze nicht richtig setzen. Zu holprig, um eine saubere Injektion durchzuführen. Schnellfahren ist leider nicht sehr hilfreich. Achso, ich kann ja sagen, verlangsamer. Na gut. Jess, hör zu. Ich muss dir eine Spritze geben. Und ich muss die Vene treffen. Bitte keine Details. Verlangsamer, damit ich treffe. Dankeschön. So. Genau. Gold. Aber ihr grinst. Das sollte sie erstmal stabilisieren, bis wir im Besucherzentrum sind. Okay, ich werde sie bandagieren. Kannst du weiterfahren? Alles okay. Sag Mom, ich bin bereit für die Fahrschule, in Ordnung? Ich glaube, das muss Mom nicht unbedingt wissen. Ja, wunderbar. Wie geht es ihr? Tja, sie ist in Ordnung. Vorerst. Aber das Gift ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht fressen ein paar der Dinosaurier giftige Pflanzen. Jess, warum halten wir an? Da liegt ein Stock im Weg. Mit einem Dino. Sie ist wunderschön. Sie, oder? Okay, wir haben Glück, dass die Kleine allein ist. Ich würde hier draußen ungern das Alpha-Tier antreffen. Lady Margaret versteht keinen Spaß. Wir haben entdeckt, dass die Familiengruppen auch ohne genetische Verwandtschaft entstehen. Junge Triceratops gehören zur Familie, Dad, sobald... ruinierst den Moment. Tut mir leid. Die hier heißt Bakita. Was macht sie hier draußen? Fressen? Ich muss das Vieh unbedingt in sein Gehege zurückbringen. Einen Moment, warte hier. Ja, das ist so cool. Ruhig, Mädchen. Musa, Kali, Musa. Schmeckt dir das etwa? So, würde ich sagen, mache ich mal hier Schluss. Ich guck mal,
Ah ja. Auf Escape kann ich auch Pause machen. Ah, schon direkt rausgehen. Okay, alles klar. Jo, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Was ich vergessen habe zu sagen, es gibt 4 Episoden von dem Spiel. Das ist jetzt momentan noch Episode 1. Jo, das war's und bis zum nächsten Mal. Tschüss.